Achso, was ist denn heute los, Alter? Ja. Was geht ab? Wir sind wieder back und wie immer zu viert am Start, wie so ein unparteiisches Schiedsrichtergespann, Alter. Ja, unparteiisch trifft's gut. Ja. Auf jeden Fall haben wir heute wieder einen Abfüller auf dem Tisch, der uns einfach unglaublich gut zusagt. Whisky Sponge. Auch hier einfach unglaublich seltene Enttäuschung dabei, wenn nicht überhaupt schon jemals gewesen. Ja, hier oben mal fresh eingeblendet. Ah, nee, brauch ich gar nichts zu tun. Ich hab noch keine Enttäuschung. Hier oben fett eingeblendet. Der letzte Sponge, den wir hatten, der im Schnitt 94,5 hatte. Fuck, Alter, das erwarte ich jetzt von dem jetzt nicht. Muss aber nicht schaffen. Ja. Aber sollte einfach konstant gut abliefern. Ja. Wir haben hier ein Secret Space Hide sozusagen. Ein Clanlitiges. Also ein aus dem Tal der Prozesssüchtigen. Und demnach ist natürlich auch für alle klar, es handelt sich um einen Clanfarkless. Ja, aber Filmer kannst du eigentlich mal hochholen. Ja, sehr gern. Also, absolut geiles Etikett, da müssen wir nachher auch mit Whiskey-Porn noch mal genau reinhalten. Ja. Weil, schön auf Klage gemacht, da hat der Sponge wahrscheinlich ein bisschen kassiert von Clanfarkless, weil er zu arg deutlich gemacht hat, wer es eigentlich ist. Aber gut. Ist jetzt so oder krass viel schwieriger, genau. Aber dafür liebt man den Typ halt einfach. Also man findet schnell raus, es ist ein Clanfarkless und zwar ein 12-Jähriger, der 10 Jahre in einem First Fill Bourbon Fass verbracht hat und dann von Sponge selbst, dann aber für 2 Jahre in einem Sherry Fass dann nochmal gefinished wurde. Ja, ein Hockey in dem Fall, richtig. Hogside 250 Liter Fass, ausgebautes Fass. Immer sehr funktionierend und geil. 215 Flaschen gibt es von dem Aal hier. Wurde runterverdünnt auf 53 Volumenprozente. Auch mal wieder eine ideale Trinkstärke einfach. Definitiv. Preislich liegen wir bei dem Lachs so bei 130 Euro. Natürlich ist der nicht gefärbt und auch nicht kühl filtriert, so wie es sich gehört. 130 für den Secret Whisky. Schon immer ein bisschen teuer, Sponge allgemein immer ein bisschen teuer, aber der nimmt auch immer gut Geld in die Hand, um halt wirklich fette Fässer zu kriegen. Man muss halt sagen, er ist jetzt nicht wie Signatory Vintage, die ihre eigenen riesigen Fasslager haben, sondern er geht eher zu Signatory Vintage und sucht sich halt gute Fässer raus, kauft die sich dann da halt raus und ja, finisht sie vielleicht dann auch mal selber, aber ja, deswegen kommen die etwas höheren Preise zustande, wie in der Regel oder im Normalfall immer mit guter Qualität halt auch den Preis dann auch wieder. Genau, also ich habe bislang noch nie enttäuscht, wenn ich doch mal ein bisschen mehr Geld ausgegeben habe von dem Sponge. Ja, beim Whisky Sponge ist es immer so, dass ich eigentlich die Fassauswahl immer sehr überragend finde. Mhm. Was ich dann aber bei denen, wo sie dann auch Eigenfinishes draus machen, noch mal ein bisschen spannender finde, weil da denke ich mir, was hat er beim Kauf des Fasses sich gedacht, wo will er hin? Ja. Weil da hat er ja einen Plan gehabt und das Fass wird ja wahrscheinlich nicht, wird er jetzt nicht ein schlechtes Fass gekauft haben, genau. So wie ich ihn, wie man ihn einschätzt. Dann gibt es noch eins. Jetzt haben wir die Brennerei schon öfters angesprochen, Clanfarkless, Kapazität von 3,5 Millionen Liter. Brenner immer so zwischen, ja, ich glaube letztes Jahr waren es 3,1 Millionen Liter. Was sie brennen, Fermentationszeit von 106 Stunden, schön ordentlich dicke, fette Brennblasen, die einen ganz eigenen Charakter haben und aber auch, wir wissen jetzt nicht, ob er das Fass von Signatory Vintage abgekauft hat und es dort gelagert ist. Ja. Wenn nicht, bei Clanfarkless vor Ort in diesen legendären Dunnage-Bärhauses ist natürlich überragend, was Temperatur angeht. Und ein richtiger Clanfarkless muss halt eigentlich in meinen Augen auch dort gelagert sein. Und was man noch sagen muss, die Originalabfüllungen von Clanfarkless sind in der Regel immer Sherryfässer, aber trotzdem lagern sie auch was in Bourbonfässern, das aber in der Regel dann halt zu unabhängigen Abfüllern wandert und deshalb haben wir jetzt auch die 10 Jahre Bourbon erstmal gehabt. Jetzt war das mal 10 Jahre in die Nase reingehalten. Ja, ich wollte gerade sagen, weil die wandert jetzt nämlich da rein. Hier liegt auch schon ein ordentlicher Duft im Raum. Also ich glaube, bei der Nase weiß ich auch jetzt sofort, wo du bist. Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Oh, Alter. Er versteckt sich nicht. Ich muss sofort an den Shoutout Whisky Borg Secret Space Hide 20 Jahre. Ich habe auch an den gedacht. Ja. Dieses schon eher dunkle, dieser eher dunkle Charakter. So eine verstaubte Dattel. Ziemlich perfekte Beschreibung. Aber trotzdem noch so was Blumiges Floral, brauner Rohrzucker, sein Urgroßvater. Aber auch so Kirschen auf jeden Fall mit drin. Also es sind schon dunkle Früchte auch am Start. Aber ein bisschen deine Tee-Lollis.
Die braunen Zuckerlollis. Ich bin sowohl bei den saftigen Datteln als auch bei so getrockneten Datteln und getrockneten Feigen. Ich finde, da ist beides Mix drin. Ja. Hat aber schon auch eine Fruchtigkeit, also so eine saftige Fruchtigkeit mitbringen. Aber er hat auch eine ordentliche Kräutrigkeit, finde ich. Ja, und ich habe nämlich auch, also zum einen, als du die Kirschen angesprochen hast und jetzt auch mit den Kräutern, es hatten was von so einem Bourbon-Whisky. Das Birbenfass, wir haben das öfters mal, aber es war wirklich so George Dinkel, ein schöner, so ein Fakten. Ja. Und ich hatte es auch schon die ganze Zeit im Kopf, wollte es aber nicht ansprechen, weil ich gedacht habe, vielleicht bin ich der Einzige, der es riecht. Ja, aber habe ich auch direkt an sowas gedacht. Ja, die, aber die auch mit viel Schokolade. Ja, die Kräutrigkeit erinnert ein bisschen daran, aber ich finde die Kräutrigkeit aus einem guten Bourbon hat er, aber ansonsten kommt da schon viel weiteres noch mit. Ja, das ist auf jeden Fall. 53 Volumenprozent, der ist sehr entspannt, finde ich, in der Nase. Ja, das sind Facts. Gut angebunden. Wobei der schon im Mund, glaube ich, schon dir ein bisschen in die Fresse darf. Ja, so. Der hat auch jetzt schon in der Nase so einen leichten Ansatz von ein bisschen Dampf. Hält er noch zurück. Ja. Ja, seitdem ihr das Bourbon genannt hattet, da bin ich schon sehr in der Ecke. Es wird eher mehr sogar. Richtig, ja, bei mir auch tatsächlich. Ich finde, die Kräutrigkeit nimmt ein bisschen mehr zu. Genau, richtig. Und die geht auch so ein bisschen leicht ins Minzige. Und das ist das, was ich ganz oft mit in diesen amerikanischen Bourbons habe, diese Minze. Aber die finde ich jetzt eigentlich nicht. Ich habe eher so Honig-Karamell-Bombo. Ja, mit ein bisschen Harz oder sowas. Ja, gehe ich mit, genau. Ja, mein Baumharz oder sowas ist echt gut. Ja. Naja, ich habe die Minze schon ziemlich gut. Ist für mich aber immer so ein bisschen die Kombination aus der Kräutrigkeit und so einer leichten Ankündigung von Alkohol. Oder einfach Ricola gerade. Ja, oder das, ja. Ricola trifft es auch gut. Gut, dann sippen wir. Ja, sehr gern. Ja, sehr gern. Slanche. Fand ihn jetzt eigentlich im Mund erstmal relativ entspannt, aber beim Schlucken hat er dann übel Power gekriegt, finde ich. Ja, der hat schon Feuer, fand ich auch. Also ich fand erstmal, ich fand ihn extrem kräutrig. Ja, genau. Also krasser als die Nase. Ja. Der American Bourbon Geschmack geht aber so ein bisschen in den Hintergrund. Also die Nase hat er mehr als im Geschmack, finde ich. Ja. Was ich auch ziemlich gut finde, zum Glück. Ja, auch Karamell ist schon noch da mit Kräutern und ein bisschen Ricola-Touch hat er auch noch. Mhm. Ja, ich finde auch so, wie so ein Tannenwald oder sowas halt. Mhm. Sowas ganz Frisches aber. Ich finde Tanne oder Tannenwald trifft es überragend. Und dann in Kombination mit so einem moosig-kräutrigen Boden. Moosig auf jeden. Und das ist halt wieder Glenfarclas dann eigentlich auch. Ja. So moosig. Aber es schmeckt trotzdem nicht wie ein wirklicher Glenfarclas. Nee, ja. Genau. Hat so Anklänge, aber da jetzt nicht durchgehend. Genau. Irgendwie. Vom Abgang bin ich bisher jetzt eher ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie ist da nicht mehr viel gekommen. Aber ich finde es interessant, dass du sagst, weil allgemein bin ich gerade auch ein bisschen enttäuscht. Ja. Haben wir hier die erste kleine Sponge-Enttäuschung? Ist die Frage, ob ich einfach zu viel Erwartung hatte oder ob er halt wirklich einfach nur Enttäuschung ist. Also was ich sagen muss und vermute, dass dieses Sherry-Fass oder dieses Finish dann, ich glaube, das hat dem Lachs nicht gut getan. Mhm. Ich glaube, das darf auch nicht länger sein. Ja, das war, als wäre schon zu viel. Und genau. Ja. Als wäre es jetzt nicht das geilste Fass gewesen einfach. Ja. Fühlt sich an, als wärst du schon ein bisschen zu lang gewesen auf jeden Fall. Also jetzt habe ich auch mehr von dem Bourbon-Touch wieder im zweiten Schluck, wie ich vorhin in der Nase hatte. Vor allem, ich finde jetzt nach dem Sippen die Nase auch sehr kräutrig. Ja, dann ist gefühlt nur noch Bourbon auf einmal. Das ist echt krass. Ja, ja gut, ich finde, dass ich diese diesen Staub und auch diese Dattel schon noch ziemlich stark, aber also rein auf Kräuter würde ich es nicht schieben. Er ist sehr kräutrig, aber das ist nicht das, was ihn dann alleine ausmacht. Ich finde schon, dass da noch ein bisschen mitkommt. Einzige ist für mich tatsächlich der Abgang, wo ich noch nicht einordnen kann. Also bei mir ist eher ein kleines bisschen anders sogar. Der Abgang ist, dann verhält sich ganz anders als der Mund und die Nase. Wirkt irgendwie ein bisschen anders, sogar ein Ticken dunkler. Aber ich finde echt, ich habe jetzt ein paar kleinere Sips genommen. Ich finde sehr kräutrig und zu kräutrig im Mund. Ja, ich finde gerade im Abgang jetzt nochmal kommt auch wieder Eiche, die mir aber gut gefällt. Also um mal ein paar positive Sachen zu nennen. Ja, also das ist auch so eine süße Eiche. Genau. Und ja, so einfach, stell dir so ein Eichenfass vor, wo du halt schön Salt Bay, aber mit Rohrzucker. Ja, und ein bisschen Karamell. Das Zucker des Fass. Genau. Das Beste vom Abgang finde ich, wenn er nachlässt.
Der erste Schluck, den fand ich echt noch ganz auch geil. Auch kleine Klage, Alter. Aber der zweite Schluck, ich habe jetzt nur noch Bourbon und es wurde aber nicht besser, auch beim dritten Schluck nicht. Also. Ich muss ganz ehrlich sagen, hätte jetzt Whisky Sponge hier so ganz offensichtlich Glenfarclas draufgeschrieben, hätte ich als Glenfarclas ihn auch verklagt. Ja. Ich glaube, um das ein bisschen zu relativieren. Ein Krieg vor ihn, ja, ich glaube, dass wir mit einer Einstellung auf Whisky-Sponge-Niveau in die Verkostung gegangen sind und dem gerade ein ganz klein wenig Unrecht tun. Und dafür? Haben wir das Recap. So sieht es nämlich aus. Ich glaube, wir brauchen das Recap nochmal. Ich glaube, wir müssen nochmal in den reingehen, weil ich glaube, wir tun ihm gerade ein ganz klein wenig Unrecht. Aber die Punkte sind schon auch Fakten. Stand jetzt. Ja, weiß man nicht. Also muss man schauen. Also finde ich jetzt auch nicht scheiße. Das hat jetzt wirklich vielleicht ein bisschen hart gelungen, aber das trifft jetzt halt einfach nicht so meinen Geschmack. Ja, ich habe jetzt gerade in der Nase, kommt schon auch endlich mal ein bisschen mehr Sherry einfach. Einfach nur Sherry, aber mit ein paar Sägespänen drüber irgendwie. Mhm. Schon ganz eigen. Ja, und weil der so gut ankommt, der ist natürlich nachher auch in der Teilung drin. Also, falls ihr jetzt noch nicht so viel Bock auf den habt, dann schaut das Recap-Video. Vielleicht haben wir und ihr dann mehr Bock. Ja. Oder ansonsten auch einfach mal checkt unten den Link aus. Wie immer, guckt mal rein. Der landet auf jeden Fall in der Teilung. Ja. Kommen wir zur Bewertung 91. Bevor wir jetzt zur Bewertung kommen, sehr interessant das Video, finde ich auch für mich halt einfach, weil lieben Whisky Sponge. Das ist genau so ein Abfüller, der Whisky so raushaut, wie wir halt komplett dahinter stehen. Ja. Aber es wäre auch kacke, wenn er immer nur überragende Teile abliefert. Deswegen könntest du ja nur noch ihn kaufen eigentlich dann. Genau, richtig. Ja, müsstest du nur noch die kaufen. Muss eigentlich trotzdem, auch wenn du das jetzt sagst. Ja. Ich starte jetzt auch mit meinen Punkten und tut mir in dem Fall auch echt leid, so ein bisschen an Whisky Sponge. Aber ich muss dem 82 geben. Mhm. Umso öfter ich ihn gesippt habe jetzt, das wird eher für meinen Geschmack schlechter als besser. Ja. Ich finde den Mund so unfassbar kräutrig, dass es geht schon, unerträglich würde ich es nicht sagen, aber wenn man so ein bisschen erwartet, was da kommen könnte, dann ist schon eine Enttäuschung. Mhm. Abgang, der gefällt mir wirklich gut. Nase war auch noch völlig in Ordnung. So dann nicht bei 82 am Ende. Ja, und das sind Fakten, da gehe ich eigentlich direkt voll mit. Für mich würde auch irgendwie nach jedem Schluck einen Tick schlechter. Wer jetzt übel auf Kräuter steht, dann muss er den eigentlich kaufen. Ja? Oder zumindest mal einen Sample bestellen. Aber bei mir auch 82 und ich bin bei dem übelst gespannt aufs Recap und werde den auf jeden Fall noch ein, zweimal sippen davor. Definitiv. Ich habe es am Anfang vom Video mal angesprochen, die Denkweise von Whisky Sponge und den Abfüllungen. Und die damit begründete Fassauswahl finde ich ziemlich geil. Mhm. Und deswegen war ich ein bisschen, wollte ich mal schauen, was auch der bringt, wenn er dann nochmal das Ganze finisht. Was dahinter steckt, weiß ich nicht. Was er auch sich gedacht hat, weiß ich nicht. Für mich war es jetzt erstmal unnötig. Ich gehe aber auf die 83 Punkte, weil ich ihn schon in der Nase und auch im Geschmack, da kommt schon ein bisschen was mit, was ihn auch interessant macht. Aber ich gehe auf die 83 und hoffe, dass der im Recap nochmal ein bisschen mehr aufmacht. Ja, perfekt. Übernehme ich direkt so, gehe auf die 83, weil der schon Anklänge hat, wo er mir Bock macht. Aber ja, 130 Euro eigentlich für den Arsch. Aktuell. Ja, richtig. Laufen ja nicht mit in die Bewertung rein, aber wenn ich jetzt den Preis mal betrachte, dann niemals. Ja. Ich habe den Preis völlig vergessen, aber 130 Euro würde ich Stand jetzt auf gar keinen Fall ausgeben. Also gerade du hast angesprochen, dass er den selber gefinisht hat, dass eigentlich schade vielleicht wäre, aber vielleicht war das noch die Rettung. Vielleicht so weiß man auch nicht. Kann auch sein. Ja. Gut, kann man schwierig spekulieren, aber warum würde er ein 10-jähriges unfassbar schlechtes Bourbonfass kaufen? Weil er es günstig als Fuck kriegt. Vielleicht deshalb. Ja, aber trotzdem. Aber ich check's auch nicht, Alter. Also aber für mich ist das auch eher wirklich ein richtig katastrophales Sherry-Fass gewesen. Oder einfach viel zu lang halt einfach. Ja, also zwei Jahre gefinisht ist eigentlich ein Zeitraum, wo du, keine Ahnung, wo es gelagert wurde, wie intensiv der Sherry war, bla bla bla. Mm. Schmecken tut er intensiv. Ich habe echt auch schon überlegt, stimmt was nicht so mit meinem Geschmack? Ja, ich denke auch die ganze Zeit. Das kann nicht sein, diese Kräutrigkeit. Scheiße, Mann. Also ich hoffe echt aufs Recap. Ich habe ultra Bock, den nochmal zu sippen. Einfach schön entspannt in Ruhe. Gar nicht, also mit Wasser auch mal probieren. Aber der Fokus eigentlich erstmal auf diese 53%, weil es in meinen Augen perfekt ist. Eigentlich. Er passt ja selber immer an mit Wasser. Ja. Dann machen wir jetzt hoffentlich ohne Klage einen Abgang. Nee. Was ihr ohne Klage hinbekommt, ist zu abonnieren und einen Kommentar dazu lassen. Damn. Das sind wieder schauen. Ja. Reingehauen.
Eisbär Frauen. Das wäre Eisscholle.